Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play und Let's Fly Elite Dangerous. Ich bin euer Evil Bob, willkommen an Bord. Hat sich das uns auch mal gereimt? Nee, oder? Na, heute hat sich's gereimt, komischerweise. Keine Ahnung, ist bestimmt daran, weil Wochenende ist. Weekly Power Bonus. Kann man den hier zum Bleistift abfragen? Ich glaube nicht. War das überhaupt das System mit Civil War? Nee, hier ist kein Civil War. Haben wir was im Cargo? Ja, wir auch nicht. Ja, wir haben ja letztens ein bisschen Fracht hin und her geliefert, ein bisschen über Gott und die Welt geredet. Und ich denke, heute wird jetzt nicht so viel großartig anderes passieren. Mal sehen, was auf uns zukommt. Ich nehme erstmal wieder was mit. Ich habe mir noch eine andere Sache überlegt, wegen einem Weapon Layout. Und da werde ich vielleicht noch ein bisschen was ändern. Mal sehen. Was muss ich jetzt eigentlich mitnehmen? Ich glaube, es war irgendwas hier oben, oder? Superconductors. Das war doch das hier, oder? Gar nicht mehr, ist es sicher. Ich kann mal kurz ins Outfitting hier schauen, was es da eventuell so für Hardpoints gibt. Na. Plasma-Accelerator sieht cool aus, aber damit kann ich nicht umgehen. Ein Burst-Laser, das ist doch das, was ich eigentlich schon will. Ich möchte nämlich unseren Stufe 3 Beam-Laser durch einen Burst-Laser ersetzen, weil ich habe das Gefühl, damit treffe ich kleinere Ziele besser. Und werde eine Railgun. Also am besten auf der gleichen. Ach so, Burst-Laser ist jetzt unten. Na gut, kann man machen. Und hier kommt eine Beamlaser drauf, nämlich der da. Weil Raygun hin oder her ist irgendwie nicht schlecht, aber leider nicht meins. Leider nicht, Leute. Es wäre ja überhaupt mal schön, wenn mal noch ein paar neue Waffen kommen würden. Hätte ich jetzt so nichts dagegen. Aber ja, sowas dauert, dass in das Spiel dazu hinzugefügt wird. So, brauchen wir denn noch irgendwas jetzt? Also wir haben jetzt auf einmal erstmal Laserpower und wir haben Kanonen. Ich lasse das Layout erstmal so. Und eventuell, es ist halt, man bräuchte noch einen Feuerknopf, wirklich wahr. Um drei Waffengruppen zu bauen. Das wäre optimaler. Für mich zumindest, weil ich habe nicht nur zwei. Weil die Kanone ist sowas, das müsste man permanent bereit sein abzufeuern. Fliegen wir erstmal los, ich jetzt hier gar nicht mehr vom zu Potte kommen. Da müssen wir erstmal ein bisschen ja, Profit einstauben, ne? Abstauben, einstauben. Ach Gott. Bin mir auch gar nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Aber ich glaube, die letzte Folge war von der Qualität ein bisschen schlechter als sonst. Ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen. Ja, würde ich jetzt nicht sagen, wird es euch vielleicht gar nicht auffallen, aber nur mal so Interesse halber. Ist euch das aufgefallen? Weil ich da was anderes gerendert habe. Also, die Einstellung irgendwie hat es bei mir verstellt, keine Ahnung. Und da müsste es ein bisschen anders ausgesehen haben. So, erstmal auf Kurs bringen die Mühle. Wenn wir dann irgendwann einen Lagerntyp haben, dann werden wir schon. Oh, das sieht gerade schön aus, oder? Cockpit-Sicht. Mit. Ja, das könnte mir gefallen. Ja, liebe Leute, bedient euch am Kaffee da hinten, wenn ihr wollt. Oder nehmt euch was anderweitiges zu trinken. Wir haben genug da. Sollte ein ruhiger Flug werden. Wenn wir natürlich noch jemanden finden, den wir abschießen können, dann werden wir das, denke ich mal, tun. Je nachdem. Vielleicht ist ja auch eine Holde Maid in Nöten. Die werden wir natürlich sofort zur Hilfe eilen. Solche Hilfesprüche könnten zum Beispiel meinetwegen auch noch ins Spiel kommen. Hätte ich nichts dagegen. Erstmal einen Schluck genommen. Damit man hier nicht verdurstet. Immer trinken ist wichtig, auch im Raumschiff. Meine Luftbefeuchtereinheit hier an der Python funktioniert aber ganz gut. Man hat da eigentlich nicht so das Problem, dass man sehr austrocknet. Finde ich ganz akzeptabel.
Vielleicht baue ich beim nächsten Mal noch eine andere rein. Ja. Und jetzt weiß ich natürlich nicht. Ich frage euch mal direkt, wollt ihr zufällig mal sehen, wie ich in Star Citizen mal eine runde Jägeraktion mache? Interessiert euch das? Wenn ja, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben, dann kann ich ja mal eine Runde drehen. Wird vielleicht ganz lustig. Prinzipiell fand ich es allgemein sehr cool, da so ein bisschen durch Asteroiden zu heizen, ein bisschen am Limit zu fliegen und ein paar Bandu-Drohnen abzuschießen. Mal sehen, wenn es klappt, besorge ich mir vorher noch diese gegimbelte Frontkanone, da ich nur zwei Seitenkanonen unter den Flügeln habe, Raketen leider noch gar nicht. Muss ich mal sehen, wie ich das mache, damit man da auch ein bisschen was trifft. Ich bin überhin hier Origins Jumpwork 300i, glaube ich, habe ich aus Schiff. Also damals nur nicht die High-End-Variante genommen. Obwohl ich, ja, man ist tatsächlich versucht, sich andere Schiffe zu holen, aber ja, man muss es halt immer abwägen, ne? Oh, Commander Chaparius. Tut mir leid, wenn ich dich jetzt mal falsch ausspreche. Ich habe irgendwie einen Sprachfehler. Chaparius, denke ich mal. Sharpiro, denke ich mal. Ja, zum Kämpfen, klar. Ich antworte gleich mal, sobald ich eingetreten bin in das System der Station. Bin ich gerade doof, weil ich... Ach, mal schreiben wir so. Oh Gott. Halt. Nein, ich wollte kein trauriges Smiley machen. Um es willen. Oh! So. Dann bitte lassen Sie mich. Was ist das? Ich habe da irgendwelche Strafen. Ach, ich bin so ein Outlaw. Ja, und trotzdem lasst ihr mich andocken. ey. So. Flight Assist off, yeah. Zum Profit. Was fliegt denn da? Was ist denn das? Seht ihr das? Ist das eine Viper? Eine Polizei-Viper. Security. Vor uns eine Cobra, auch ein sehr schönes Schiff. Cobra gefällt mir auch sehr gut. Bin ja auf das neue Cobra-Modell gespannt. Da werde ich mir bestimmt zulegen. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ah, gleich hier vorne. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Landeplätze, die so weit vorn sind, überhaupt nicht mag. Bestimmt mehr als einmal. Da ich mich ja immer so viel beschwere, habe ich das bestimmt schon mal angebracht. Ha. Punktlandung kann man das nennen, glaube ich fast. So. Erstmal nachtanken. Was wollt ihr denn dafür haben? Habe ich überhaupt das Richtige mitgenommen? Los, komm, Profit. Was? Super Conductors 1100 und Sklaven bringen wir uns 2000. Liebe Leute, Profit. Wer Profit machen will, hier, sofort, schnell. Es tut mir leid. In der Folge, es wird nichts anderes mit. Boah, ich glaube, die sind auch billiger geworden. Oh. Okay, wenn ihr das seht. Klare Kaufempfehlung. Wir sind im Sanderdock in Tetapsi, keine Ahnung, wie das System heißt. Mein Gehirn kann diesen Namen nicht ganz assemblen. Was? Tetapsi Exchange. Tetapsi. In dem System, schaut dahin. Sklaven und den Rest, den wissen wir. Ich zeig's euch gleich nochmal. In Xosak, glaube ich, war das, ne? Xosak abliefern. Ja. Wow, also Profit läuft hier ab.
So, okay. Nein, nein, lieber Chapario. Wir haben ein Schiff, das ist zum Kämpfen tauglich, aber vielleicht nicht die beste Wahl. Ja, stimmt. Ja, mal sehen, was er denn Geheimnisvolles vorhat. Also, sobald ich dann mein Heavy, Lagern-Type Heavy habe, geht's natürlich als erstes dann nach den ersten paar Rundflügen wieder ab in den Kurier und dann wird erstmal wieder ein bisschen ordentliche Jäger-Action verzapft. Damit es wieder richtig rumgeht. Oh, ein Piratenarsch hängt dort ab. Also, ein Piraten hängt dort ab. ja, da müssen wir, ich kann ja mal Chapario fragen. Vielleicht hat der ja sogar ein, ich flieg mal derweil in Pickle Vision. Pickle, Pickle, Pickle. Oh, Typ, ziemlicher Arsch. Okay, wir müssen, können ja mal fragen, was der so für ein Schiff fliegt. Das ist natürlich Unrecht. Lasst uns das Unrecht bekämpfen. Hey. Das ist ja, der lockt sich auch noch aus. Das ist ja ein Schweinehund. Das sind mir die richtigen. Das sind solche richtigen Arschlöcher, sind das. Wenigstens dann, wenn der Kampf hart wird, dann auslocken, abhauen. Das sind die richtigen. Das sind die richtigen. Ich glaube, da müssen wir unserem Freund Hilfe eilen. Ich helfe immer meiner Community. Egal was ist. Da muss ich mal vorbeikommen. Ich lade das erstmal hier ab. Das reißt uns zwar aus unserem Profitsträngen raus, leider ein bisschen. Aber das wird ja nicht gleich auf einmal verfallen. Und ja, wir müssen ihnen auf jeden Fall helfen. Mal sehen, ob er unsere Hilfe braucht. Vielleicht lohnt es sich aber auch gerade nicht. Mal sehen. Am besten wäre es natürlich, wenn er noch einen Commander-Name für mich hat. Diamondback. Das ist ja nur eigentlich wirklich nicht so der Brüller. Oh je. Was kommt denn hier? Ein Kurier! Okay. Wir müssen mal... Oh, ich kann keine Textnachrichten schreiben, wenn ich abgefangen werde. Ich habe doch eigentlich schon committed. Wieso bremsen wir jetzt nicht ab und lassen uns fangen? Weil... Schreib mal noch ganz kurz. Ja, ja. So, mal sehen. Okay. Waffen raus. Na komm. Ist mir egal, der wird unser Schild vermutlich kaputt schießen, aber ich mach das Teil trotzdem kaputt. Ja, ich weiß, Shields offline. Ja. Das ist mir jetzt egal, ich hab grad Brass, komm her! Wo ist er denn? Gibt's ja gar nicht, da fliegt er. Ah, ich glaube, ich habe. Fire Groups. Burst Laser. Hä? Die können wir eigentlich löschen, die Gruppe. So. Oha, ja, jetzt hat er sich wieder hinter uns gesetzt. Ist mir egal, komm her. Ich hoffe, du hast ein Kopfgeld. Ich habe dich jetzt nicht gescannt, wie wertvoll du bist. Wird gleich passieren. Warum halten denn seine Schilde so viel aus? Schade, das ging vorbei. Komm, träge Python.
Ich hätte am liebsten einen Third Alongs, ganz ehrlich. Mit dem könnten wir vermutlich unserem Kumpel ein bisschen besser helfen. Ah, komm. Oh, jetzt mein Controller blinkt. Muss er denn wirklich jetzt blinken? Aber unsere Schilde sind wieder da. Die laden sich sehr schnell auf. Das ist der Vorteil von kleinen Schilden, die sind schnell wieder da, weil sie nicht so eine große Kapazität zum Wiederauffüllen brauchen. Ach, jetzt. Nein, nicht mit uns. Die Kanone hat getroffen, hat aber kaum Schaden. Tja. Wow, 25.000 hat sich ja sogar gelohnt. So, wieder einmal Unrecht aus der Galaxis verbannt. Ist im Wing mit einem Fraggle. Okay, was der fliegt, keine Ahnung. Na, mal schauen wir mal. Textchat. Komm. Hab das gleich mal mitgeteilt. So. Da müssen wir jetzt erstmal, wo ist denn unser Ziel gewesen? Kurz vor Pickle Vision. Wir waren ja noch nicht mal mehr weit entfernt. Schweine. Alles Schweine. Genau, hol mal deine Cobra, dann treffen wir uns. Das bedeutet natürlich, die Folge geht länger als geplant. Also, vielleicht nicht die, vielleicht endet die auch zwischendurch und dann diese Racheaktion-Folge, ob die dann funktioniert oder nicht, werden wir sehen in der nächsten Folge. Wenn dann natürlich Diamondback fliegt, sollte ich mir nochmal was anderes ausrüsten, definitiv. Ich glaube, da werde ich mir Multi-Cannons holen. Und Burst Laser. Mal sehen, wie das funktioniert. Vielleicht noch ein. Obwohl, nee. Burst Laser und Multi kennen. Mal sehen. Das müsste eigentlich ganz gut funktionieren, denke ich. Hoffe ich. Vielleicht wechsle ich da sogar meine Class 2. Class 3 Kanone für eine Multi kennen aus. Mal sehen. Ob ich irgend sowas Verrücktes machen werde. Mal sehen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal unseren armen Kollegen helfen. Mal sehen, ob wir die Typen finden. Das wird ganz spannendes PvP. Das bedeutet, die müssen ja sogar Kopfgeld haben in dem System. Vielleicht sogar gar nicht unwenig. Kommt, ich hab's eilig. Schmuckt jetzt hier nicht rum. Ihr kennt mich doch. Diese Grenze wegen Docking Request ist eigentlich völlig bescheuert. Das macht eigentlich so gesehen keinen Sinn. Da muss ich mal wirklich drüber überlegen, warum. Es ist egal. Es macht es nur umständlich, so gesehen. Also mir fällt gerade kein Grund ein, der uns im aktuellen Spiel begründen würde, warum man nicht schon eher sich, wisst schon, nicht schon eher Docking Request Permission abfragen kann. So, jetzt landen wir mal schnell und ab in den Hangar, verkaufen unser Zeug. Oh, jetzt war ich bestimmt schon wieder zu schnell. Ja, zurück. Ach, das Ding, das bremst so langsam ab. Das ist abnormal. Also auch wenn der Pferdelongs vermutlich so in manchen Aspekten schlechter ist als die Python, zum Kämpfen ist es wohl doch eher meine Wahl anstatt... die Python, muss ich leider so sagen. Okay, erstmal hier
unser Zeug noch loswerden. Dann beende ich die erste Folge und dann mal sehen, ob wir in der nächsten Folge unseren Kumpel nicht mal ein bisschen helfen können. Ah, jetzt gab es auf jeden Fall schon mal wieder ordentlich Profit. Das gefällt mir sogar sehr, sehr. Alles klar, liebe Leute, Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich rüste mich jetzt noch ein bisschen aus und stecke mal meinen Controller an, damit wir da nicht irgendwie einen ganz schönen Reinfall erleben. Bis dahin, lasst euch gut gehen, schönes Wochenende. Euer Evil Bob. Auch wenn ich ein bisschen Krach schon im Hintergrund gemacht habe. Macht's gut.